Hier sind nur Tidenseen. Er muss dann wahrscheinlich in der Höhle sein. Weil das hier ist ja das Gebiet der Heilerin, genau. Ranga. Gods keep you. Könnte ich deine Waren sehen? Genau. Na, du hast nur Xaurib-Speere und so weiter. Dann hat er sich wahrscheinlich wirklich in der Sporenhöhle eingenistet. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dass er jetzt da drin wohnt. Und ich habe mir in meiner Aufnahme nochmal das, diese Prüfung da in der Sturmwallschlucht angesehen, in der Ruine. Da stand wirklich, ich soll ins Wasser gehen und einen Stein wählen. Aha. Nein, hier ist er auch nicht. Wo könnte der sein? Nahe der Gegend im Was ist die Gegend um Ulmküsten lang zu strecken ist, oder? Es gibt aber keine anderen Gebiete mehr. Höchstens der Esternwald. Weil hier habe ich ihn jetzt nirgends gefunden. Hier an der Küste direkt. Oh, außer er ist bei der Brücke. Das könnte natürlich auch sein, dass er sich da irgendwo an die in der Nähe der Brücke versteckt. Die Brücke ist nämlich ja auch Küstenregion, so gesehen. Oder fast sowas. Die Matma-Brücke. Weil Esternwald ist etwas weit weg, finde ich. Waldendebenen. Hier sind die Zwillingsulm. Der könnte doch irgendwo dort sein. Weil hier treibt jedenfalls kein böser Oger sein Unwesen. Da habe ich mich wohl vertan. Ha. Versuchen wir es mal wirklich hier. Wenn ich dann... Da gibt es nicht mehr viele Gebiete, wo wir gucken könnten. Weil ich hatte so die Vermutung, dass alle vier Kopfgeldaufträge in dem Gebiet sind. Weil hier könnte er auch sein. Hier oben ist zum Beispiel ein Lagerfeuer. Obwohl nicht Lager, nicht wirklich Lagerfeuer. Hups, den schnellen Modus will ich gerne ausschalten. Weil die Brücke sieht auch immer noch kaputt aus. Hier hinten wäre noch ein Lager. Aber das ist genauso leer. Hä? War der kleine Topf da schon über? Zum Plündern. Also ich glaube auch nicht, dass der Oger hier irgendwo sich versteckt hat. Den könnten wir immer noch beklauen und hier ist in dem Gelände immer noch. Höchstens, er hat sich wirklich hier unten versteckt, aber das kann schon fast nicht sein. Nein, hier ist höchstens Flussschilf, was wir einsammeln können. Und gib mal Speed. Gib jetzt doch mal Speed. Also hier ist er auch nicht. Okay, welche Gebiete gibt es noch? Also, Schwarzauen war der eine. Da war nichts. Da war der Bandit, den wir gerade besiegt haben.
An der Brücke war er nicht. Dann haben wir nur noch den Esternwald. Dann gucken wir uns halt den Esternwald auch noch mal an. Macht ja nichts. Und vom Esternwald können wir zur Redriks Festung kurz. Oder zur Kolks Festung. Mal gucken, wie er sich so macht. Kuriositätenladen, Bau abgeschlossen. Oh, und da habe ich was vergessen. Wir müssen auf jeden Fall 400 Goldmünzen bezahlt. Okay, dann geben wir jetzt mal das Forum noch in Auftrag. Das heißt, als nächstes zu Kolsk und dann zurück zur Festung. Hier gäbe es theoretisch Orte, an denen er sich verstecken könnte, aber ich bezweifle es. Dass er hier irgendwo ist. Wie lange noch, bis die Meute angreift? Na, noch 2 Tage fast. Okay, in einem Tag sind wir ja wieder zurück. Hoffe ich mal. Dann müssen wir nämlich erstmal kurz die Banditen abwehren. Würde sich ein Uga auf einem Friedhof verstecken? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Vor allem es ist ja, wie wir gehört haben, eigentlich eher selten, dass Oger sich mit anderen Ogern zusammentun. Aber nein, nicht mal hier ist er. Okay, das heißt, das hier war auch Fehlanzeige. Wie weit bis nach Ketnuwa? 24 Stunden. Also dem wäre es mal die 6 Stunden zu Kolsk in Angriff. Ulmküste. Das könnte wirklich sein, dass der irgendwo in Richtung Zwillingsulmen ist. Oder wir versuchen vorher erstmal kurz die Xaurips und gehen dann nach Ketnua zurück. Also dann dachtest du, Kolsk wäre nicht nachtragend. Ja, wie auch immer. Redrik Wächter, das waren mal alles Redriks Wächter, jetzt sind sie Kolsks Wächter. Ich schätze mal, Kolsk hat uns nichts Neues zu sagen, aber ich bin mal neugierig einfach. Auch wenn ich gerade merke, dass ich schon fast eine Stunde aufnehme und wir wieder mal fast nichts geschafft haben. Außer bis jetzt ein Kopfgeldjägerauftrag. Hallo Kolsk. Und? Vergib mir, Freund, es gibt viel zu tun. Dennoch werden wir nicht vergessen, was du für uns getan hast. Okay. Goldtal hat in dir einen großartigen Beschützer. Ich höre die Leute oft deinen Namen sagen. Sei stolz, mein Freund. Ja, darauf sind wir auch stolz. Also ich hoffe mal wirklich, dass wir es noch rechtzeitig schaffen. Wenn nicht, dann sage ich einfach Autoangriff und nehme dann die Beschädigung an meiner Burg einfach hin. Banditen werden ja hoffentlich nicht so viel beschädigen.
Machen wir mal wieder Speed-Modus, dass wir etwas schneller sind. So, gucken wir mal kurz. Ein Tag 16. Von hier aus sind es ein Tag 4. 22 Stunden, das schaffen wir niemals. Na gut, dann reisen wir erst so rum. Machen den Auto, verteidigen unsere Festung und holen uns dann den Zaurib-Kopf. Ich wüsste jetzt auch echt nicht, wo wir den Oger noch suchen könnten. Ich meine, entweder ist er an den Orten beinahe wurde er auf der Straße von Räuber gefallen, doch deine Patrouillen konnten einschalten. Angesehener Besucher geht in 8 Tagen 11 Stunden. Hey, sehr schön. Kana kommt in 2 Runden wieder. Manuell beenden. Den Angriff. Wow. Bandit, Bandit. Scharwitzebogenschütze. Noch mehr Banditen. Und wir kloppen uns mit denen auf meinem Trainingsgelände. So. Okay, jetzt muss ich als nächstes feststellen, ob ich irgendwen verloren habe. Und den dann neu einstellen. Oh, und wenn ich schon mal dabei bin, ich wollte ja auch mal in meinen Kerker gucken. Gute Idee. Oh, wir stehen sogar hier. Oh, und ich habe immer noch hohe Geschwindigkeit drin. Kein Wunder, dass das so schnell ging. So, wir haben 3 Leute verloren. Berat-Priester können wir wieder anwerben. Korgak sicher nicht. Rautai. Valianischer Schockmagier. Den hatten wir... Söldnerhauptmann. Oh. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und der ist gar nicht mal so schlecht, der Söldnerhauptmann. +3/+3 kostet halt nur das Doppelte pro Tag. Aber klingt gar nicht mal so schlecht. Rautai Linienbrecher. -6. Blutüberströmter Verbrecher. Nein. Unordentlicher Jäger, valianischer Schockmagier. Na, dann nehme ich den Rautai Linienbrecher wahrscheinlich. Bei einem anderen Rautai habe ich ja nicht gehabt. Okay. So, dann Kerker. Und nach dem Kerker geht es ja nach Talholz. Einen Zaurib töten und danach Zwillingsulm. Also kurz mal nach Siland Lys. Auch wenn ich bezweifle, dass ich die Maschine dort jetzt ausschalten kann. Und dann nach Zwillingsulm. Nachdem wir die beiden Kopfgeldjäger-Aufträge abgegeben haben. Oh, der Fürst, der steht hier. Ich hätte mehr Beutel mitbringen sollen. Was soll ich nur ohne meine grünen Roben machen? Okay. Habe ich irgendwen im Kerker?